Der Süden im Kreis Soest, traumhafte Wälder und Wiesen. Geprägt wird die Landschaft durch den Warsteiner Massenkalk. Zahllose kleine Bäche können das nur andeuten, was sich an der Lörmecke-Quelle abspielt. Durch die jahrmillionenalten Gesteinsschichten sammeln sich hier bei Rüthen unterirdisch gewaltige Wassermassen. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bauten hier Arbeiter und Ingenieure einen Schacht zur Quelle, verlegten Rohre und bauten eine Staumauer. Aber wie sieht es heute, 85 Jahre danach, in dem alten Schacht aus, in dem günstig kostbares Trinkwasser gewonnen wird? Seither war dort unten niemand mehr. Holger Hellemeyer will es genau wissen. Ist die Rohrleitung noch in Ordnung? Ist irgendwo was eingebrochen? Wo kommt das Wasser her? Sind die Quellspalten alle noch intakt? Ist es da alles so sauber, wie wir uns das vorstellen und wie das Wasser ja auch ist? Und das kann jetzt der Taucher für uns überprüfen. Taucher Stefan Krause hat sich auf solche Tauchgänge spezialisiert. Er muss 4 Meter in den Schacht hinter die unterirdische Staumauer hinabsteigen. Vorsichtig arbeitet sich Stefan Krause an dem Rohr entlang. Nach 10 Minuten stößt er bis zur eigentlichen Quelle vor. Die starke Strömung zeigt, hier sind Unmengen klares Wasser. Beide sind erleichtert. Die Rohre sind nach wie vor dicht. Eine neue Erkenntnis bringt Stefan Krause mit. Tatsächlich haben wir aber gerade festgestellt, dass die Quelle an einer etwas anderen Stelle deutlich stärker ist. Da, wo wir sie vermutet haben, ist nur wenig Wassereinbruch. An der anderen Stelle hingegen ist ein Felsspalt, wo enormer Wassereinbruch ist. Für uns natürlich ein Top-Ergebnis, was der Taucher uns jetzt berichten konnte im ersten Moment, dass die Quellschüttung da oben unten so glasklar zu erkennen ist und auch stark zu erkennen ist. Kaum Sedimente, keine Einbrüche im Quellstollen. Das ist für uns natürlich super. Alles in Ordnung wie vor über 80 Jahren auch. Wenige hundert Meter weiter hat das Lörmecke Wasserwerk zuletzt diese Anlage gebaut. Damit wird die Qualität des ohnehin sauberen Wassers weiter gesteigert. Für 5 Millionen Euro entstand hier eine Anlage zur Qualitätssicherung. Das Wasser der Quelle wird hier auf höchstem Niveau gereinigt. Eine dreistraßige Membranfiltrationsanlage. Man kann hier an diesem Schnitt ganz gut sehen, das Wasser wird durch die Membranen gepresst und dadurch gefiltert. Das Ergebnis ist extrem sauberes Wasser für rund 100.000 Menschen im Kreis Soest. Ein Rohrleitungssystem von insgesamt 670 Kilometern Länge bringt das Trinkwasser zum Kunden. Ein wichtiger Baustein sind 11 Hochbehälter. Sie haben ein Speichervolumen von über 12.000 Kubikmetern. Die Hochbehälter sind dafür da, die Verbrauchsspitzen, die morgens und abends auftreten, abzumildern und Unterbrechungen in der Wasserversorgung zum Kunden eigentlich abzustellen. Das ist rein für die Versorgungssicherheit. Wasser für jeden Zweck in höchster Qualität. Das wichtigste Lebensmittel für die Grundversorgung der Menschen wird mit Sicherheit geliefert durch das Lörmecke Wasserwerk.